Ja, Freunde, lasst uns mal ganz kurz über ein wichtiges Thema sprechen, das liegt mir auf dem Herzen und sollte eigentlich auch für dich wichtig sein, wenn du diesen Kanal abonniert hast und regelmäßig meine Videos anschaust, weil dann verstehst du mich etwas besser und kannst auch zukünftig bessere Entscheidungen vielleicht treffen, weil ich möchte auch immer, dass du mich so ein bisschen verstehst, wenn ich Videos mache. Und da mache ich überhaupt kein Hehl darum. Vorweg, ich habe Spaß dabei. Also mir macht es wirklich zu 100% Spaß. Und wie geil ist das denn bitte, wenn dir etwas zu 100% Spaß macht und du damit noch Geld verdienen kannst? Für mich gibt es nichts Besseres. Ich bin früher als Angestellter arbeiten gegangen, weil meine Intention war, Geld damit zu verdienen. Heute mache ich YouTube-Videos oder Sonstiges und verdiene damit auch natürlich Geld am Ende des Tages. Aber das Ding ist ja am Ende des Tages, das soll ja nicht das Ganze gewesen sein. Nicht nur immer so Geld, 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 sondern zu sagen so, ich möchte Menschen einfach so ein bisschen helfen. Das ist schon auch mir persönlich sehr, sehr wichtig, denen zu zeigen, schaut's mal her, macht's euch nicht so viel Stress beim Investieren. Ich habe mir früher selbst immer diesen Druck gemacht, diesen Druck auferlegt, so hey, zack, 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 du musst immer voll investiert sein und Sonstiges. Ich habe aber dann in den Jahren erst festgestellt, dass das gar nicht mein Ding ist. Ich muss nicht, oder wenn ich zu 100% investiert bin, fühle ich mich gar nicht wohl. Und da ist es ja mir auch immer wichtig zu sagen, hey, schaut's mal her, vielleicht passt es ja gar nicht zu dir, dass du zu 100% investiert bist. Vielleicht brauchst du auch eine Cash-Position, wo du einfach sagst, so, hey, da schlafe ich besser, da lebe ich einfach wie, weißt du, bist so unterwegs wie so auf einer Wolke 7 gefühlt oder Wolke 4 von mir aus, das ist ja wurscht, aber diese Leichtigkeit, dass du da so, weißt schon, so ganz gemütlich durchs Leben gehst und nicht so, oh ne, es ist alles Kacke, dies, das, Ananas. Und ja, ganz wichtig, ich mache natürlich auch auf einer gewissen Art und Weise Clickbait, weil, schau, geh mal in die Situation von mir rein. Jeder Mensch strebt ja nach mehr. Jeder Mensch möchte zum Beispiel mal ein Kompliment bekommen. Jeder Mensch möchte mal von seinem Arbeitgeber gesagt bekommen, hey, boah, heute voll der geile Tag, hat richtig Spaß gemacht. Das Ding ist, bei mir ist genau dieses Feedback einerseits das, was ich von euch bekomme und andererseits natürlich das, was ich in die Analytics sehe. Das heißt, wenn die Klicks besser sind, wenn mehr Watchtime da sind, dann interessiert das die Menschen. Deswegen frage ich auch immer dich wieder, hey, was möchtest du sehen? Welche Dividendenaktie möchtest du demnächst besprochen haben? Ich möchte, dass ihr euch da wirklich so mit eingebunden fühlst. Zuletzt sind öfters die Fragen kommen, hey Holly, kannst du nicht mal ein paar Worte zu Bristol Myers sagen? Mache ich wahnsinnig gerne, habe ich vorher jetzt gerade aufgenommen. Und wir haben jetzt 8 Uhr, also Thailand 8 Uhr. Ich arbeite seit 2 Stunden, aber das Ding ist ja auch am Ende des Tages, was ich immer wieder sagen möchte, für mich fühlt sich das Ganze nicht wie Arbeiten an. Ich habe quasi hier verschiedene Hobbys, mit denen ich gutes Geld verdienen kann. Und das ist für mich ein Life-Goal. Das ist ein absolut geiles Life-Goal. Und wenn jemand Probleme damit hat, Leute, boah, Holly, nee, du bist mir zu monetarisiert oder sonst irgendwas, hey, damit habe ich überhaupt kein Problem. Ich habe noch nie einen Hehl darum gemacht, dass ich mit etwas Geld verdiene, beziehungsweise dass meine Intention in erster Linie natürlich Geld verdienen ist. Ich bin ja früher nicht umsonst am Montag aufgestanden, in die Arbeit gefahren, weil ich gesagt habe, so, boah, ich habe heute voll Bock, ich gehe heute in die Arbeit und möchte kein Geld verdienen. Alter, ich bin in die Arbeit gegangen, weil ich Geld verdienen wollte. Ich bin Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag nebenbei arbeiten gegangen, habe meine 20, 25, 30 Stunden teilweise noch am Wochenende gemütlich runtergerissen in der Gastronomie, weil ich Geld verdienen wollte. So ehrlich bin ich, viele wird es ein komplett Red Flag sein hier, stört mich nicht. Stört mich überhaupt nicht, Leute, weil ich bin einfach zu 100% ehrlich. Mir bringt es ja nichts, da irgendwie sagen so, nö, ich mag damit kein Geld verdienen. Und dann nebenbei sagen so, boah, hoffentlich verdiene ich damit Geld. Nee, Alter, ich kann es dir auch zeigen. YouTube, Apfel und ein Ei, sage ich immer, für das, was man da investiert, Zeit investiert und Sonstiges. Ich hoffe, du kannst es jetzt sehen. Da 720 Euro die letzten 28 Tage. Also das sind jetzt nur die Ads, dann das sage, wenn ich so Aktionen habe, wenn da jemand Bock hat, kann zum Beispiel natürlich gerne die Links unten verwenden, muss er aber nicht. Hey, wie gesagt, kann er, muss er nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber das Ding ist ja natürlich am Ende des Tages, da kriegst du ja Geld dafür. Also ich krieg eine kleine Provision und du kriegst dann natürlich auch immer einen fetten Bonus. Also das ist mir ja auch wichtig, dass wir da beide was davon haben. Aber es geht ja um das ganze Thema Clickbait.
und eben wie meine Videos aufgebaut sind. Also vorweg, meine Videos sind immer gleich aufgebaut. Es ist wie so ein Fließband, was ich mir erstellt habe, weil ich dadurch einfach weniger Arbeit habe. Das heißt, für ein Video, ich sag mal grob eine halbe Stunde, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, aber weil ich mir eben so ein Fließband aufgebaut habe und natürlich am Anfang sage, zum Beispiel im Titel steht drinnen, ich kaufe diese Aktie jetzt und dieses jetzt natürlich groß geschrieben und danach in der Klammer immer meine Meinung. Dann stelle ich zum Beispiel zuletzt General Mills vor. Ich hoffe, ich habe jetzt General Mills richtig ausgesprochen, weil ich eine Leserechtschreibschwäche habe, manche Sachen einfach nicht richtig aussprechen kann, mir auch nicht merken möchte. Das ist auch ganz wichtig, weil es mir am Ende des Tages nicht wichtig ist. Und ich spreche aktuell extremst viel Englisch und glaubt mir, es ist extremst schwierig mit einer Leserechtschreibschwäche englische Wörter, die man noch nicht gekannt hatte, richtig auszusprechen. Aber ich schweife jetzt von dem Thema ab, auf was ich jetzt raus will. Ich werde und möchte auch nicht sagen, ich kaufe jetzt diese Aktie. Sondern ich mache das so in meinem Rahmen, so hey, vor allem in diesem öffentlichen Rahmen. Das ist ja alles Free Content, was ihr von mir bekommt. Da werdet ihr in Zukunft weniger auf jeden Fall bekommen, beziehungsweise werde ich das Ganze eben nochmal umstellen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, und das musst du ja auch so ein bisschen aus meiner Sicht verstehen, ich sage jetzt über alle Plattformen hinweg, als Beispiel, ich kaufe jetzt Aktie XYZ. Ich kenne meine Aufrufe, ich habe jetzt über alle Plattformen hinweg 2 Millionen deutschsprachige Konten, die ich pro Monat erreiche. 2 Millionen. Und jetzt überleg mal, also jetzt nur mal die Annahme, ihr müsst jetzt das selber ausrechnen, da kaufen jetzt nur 1-2% davon, von diesen Menschen, diese Aktie und verstehen gar nicht, warum sie diese Aktie kaufen. Die sagen sich so, jo, weil es der Holly gesagt hat, kaufe ich jetzt auch die Aktie. Das macht Sinn, wenn der das macht, dann passt das schon oder sonst irgendwas. Ich möchte diese Menschen nicht auf meinen Kanal haben. Hey, das hört sich echt krass an, aber ich möchte die einfach nicht da haben. Warum möchte ich die nicht da haben? Weil ich möchte, dass die Menschen überlegen, warum hat er jetzt zum Beispiel zuletzt General Mills vorgestellt? Hat mir auch selber geärgert, weil ich wollte die wirklich kaufen. Und dann schaue ich am nächsten Tag, ich habe es ja euch erzählt gehabt, es war der beste Börsentag, war richtig gut indisch essen, waren dann abends noch spazieren. Und dann, wo ich mit einem Roller heimgefahren bin, schaue ich so ganz gemütlich, ja, ich schaue auch beim Rollerfahren, wenn ich mit meinen 20, 30 km/h rumzucke, einfach gemütlich die Börse an nebenbei. Hey, jeder soll es selbst entscheiden, leben und leben lassen. Und dann hat mich das natürlich auch geärgert, dass ich nicht bereits vorbörslich, was ich normalerweise nicht machen möchte, General Mills gekauft habe, weil für mich das einfach ein extrem spannendes Unternehmen ist und natürlich auch, was ich halt gerne möchte, diese langweiligen Aktien im Depot drinnen haben. Und dann sind natürlich auch, die Aktie ist auf, ich glaube, 60,50 Euro gestiegen und ich habe es bei 57 Euro das Video gedreht gehabt. Natürlich, was muss ich jetzt machen als Creator? Ich habe ein Video produziert, ich produziere das Video nicht zum Spaß, sondern ich möchte euch informieren und natürlich damit Geld verdienen. Ich habe das Video dann natürlich veröffentlicht, weil sonst wäre einfach meine Zeit vergoldet gewesen und das möchte ich nicht. Und dann sind natürlich auch die Kommentare drunter kommen, also jetzt nichts Negatives oder sonst irgendwas, sondern so, ja Holly, jetzt ist die Aktie schon gestiegen, jetzt hättest du das Video auch nicht rausbringen müssen, du hast ja jetzt doch nicht gekauft, schreibst aber im Titel rein, kaufe diese Aktie. Ja Leute, das mache ich, weil ich natürlich Aufmerksamkeit möchte. Je krasser, also ich muss ja am Ende, also schau mal an, du kennst mich jetzt schon, du verstehst so ein bisschen mein Handeln, aber wenn das jemand sieht, also du hast ja tausende, zehntausende Videos, die am Tag für Aktien und ETFs und Dividenden, Finanzen und Co. produziert werden. Ich nenne jetzt einfach mal eine Zahl von 10.000. Ein Video davon ist von mir. Irgendwie musst du bei dieser Masse herausstechen. Das ist mit einer krassen Headline, mit einer krassen Persönlichkeit, mit einer krassen Attitude, mit viel Energie, dass man auch mal ein bisschen auf die Kacke haut, das gehört ja auch bei mir dazu, weil ich schaue ja nicht so umsonst so aus. Also ich versuche mich ja da immer zu artikulieren, mich ruhig zu verhalten. Also das bin ja auch im echten Leben, der freundliche, chillige Dude einfach. Aber ich habe auch Sprüche raus,
Sarkasmus, wo ich echt selbst im Nachhinein dann so überlege, so, war das jetzt eigentlich ernst gemeint oder habe ich das sarkastisch gemeint gehabt? Also so richtig trockenen, ekelhaften Humor habe ich am Ende des Tages und versuche hier auch so ein bisschen zu unterbinden. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, jeder, und das habe ich jetzt auch wieder gesehen gehabt, jeder fängt ja irgendetwas an, weil er am Ende des Tages zum Beispiel Geld damit verdienen möchte. Ich habe jetzt da Instagram wieder so ein bisschen rumgeschaut, wie viele große Kanäle aufgehört haben, wie viele Webseiten aufgehört haben, weil sie am Ende des Tages kein Geld damit verdient haben. Jetzt überleg mal, in so einer Instagram-Seite, wenn du die wirklich pflegst, ordentlich machst, dann fließen nebenberuflich 20, 30 Stunden pro Woche dort rein in dieses Projekt. Warum sollte man damit kein Geld verdienen? Aber in Deutschland ist es so verpönt, wenn man sagt so, ja, ich verdiene Geld damit. In Amerika, egal wo oder auch hier, wenn ich immer so am Reisen bin, ich versuche eh, Kontakte gar nichts mehr aufzubauen, da ist so bei mir so ein absoluter Schutzmechanismus mittlerweile davor. Die feiern das natürlich alle, die wollen ja dann auch von dir das Wissen haben, aber das Ding ist am Ende des Tages das Problem, was ich für mich rausgestellt habe, ich bin schon viel, 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 viel weiter und die sind dann wie so, es hört sich immer so ein bisschen ekelhaft an, wenn ich sage, aber es sind halt dann so ein bisschen wie Blutegeln, die wollen von mir dieses ganze Wissen absaugen, aber ich bekomme halt am Ende des Tages nichts von denen. Und auf die Menschen habe ich halt gar keinen Bock, muss ich sagen. Und deswegen ist bei mir einfach schon prinzipiell immer so ein gewisser Schutzmechanismus da, quasi so ein Zaun um mir herum. Muss man schaffen, dass man den durchdringt, kann man eigentlich aber relativ einfach machen. Also ich bin, also viele denken so nach außen hin, so krass oder sonst irgendwas, aber im Endeffekt bin ich eine ganz einfache Person, ganz einfach zum Lesen. Aber das würde jetzt einfach den Rahmen hier sprengen. Aber wie gesagt, ich hoffe zumindest, dass du mich ein bisschen besser verstehst. Ich möchte auch gar nicht, dass mich jeder versteht oder sonst irgendwas, aber ich bin einfach hart fucking ehrlich, weil, keine Ahnung, war ich schon immer so, ich möchte auch genauso sein. Dass ich einfach ehrlich bin, ich möchte die Leute motivieren, aber ich möchte auch die Leute animieren, das ist das richtige Wort, zu überlegen, nachzudenken, was die eigentlich gerade machen. Und das ist ja, glaube ich, auch das Wichtige, wenn du selbst irgendwann mal dein Handeln verstehst, nicht, dass du sagst so, also jetzt ist gerade das beste Beispiel, ich habe so viele Posts in den letzten Monaten gesehen, so jeder kauft jetzt Nvidia. Und ich denke mal so, ich sitze total gechillt da und denke mal so, Leute, alle, die jetzt in diesem Hype Nvidia kaufen, faktisch, die Wahrscheinlichkeit ist extremst, extremst hoch, damit ihr kein Geld damit mehr verdient. Das Geld wurde diese Quartale, Jahre davor verdient, die dort investiert haben. Jetzt brauchst du doch gar nicht mehr investieren. Und das wirst du wieder sehen, dass die Leute, die dann in diesen Hype-Phasen investiert haben, dieser Hype irgendwann mal vorbei sein könnte oder auch wird, die Aktien fallen und dann steigt jetzt zum Beispiel Value. Jetzt lass mal echt mal die Annahme reinfließen. Es kommt jetzt diese Rotation. Die Leute, die da in diesen Hype-Phasen Nvidia gekauft haben, sehen jetzt, dass Dividendenaktien, lass jetzt einfach mal Dividendenaktien sein, dass diese jetzt steigen. Irgendwann sind sie ordentlich im Minus und sagen so, boah, jetzt die Dividendenaktien steigen. Ich verkaufe jetzt quasi diese Technologieaktien, die jetzt quasi am Boden sind und kaufe dann wieder in der Hype-Phase die Value-Titel. Und danach kommt genau diese nächste Rotation wieder alles raus aus Value-Titel, weil eben Technologie günstig bewertet ist. Und in jeder Phase, was machen sie? Sie verlieren Geld, sie sind unglücklich, sie sind unzufrieden. Und ich möchte ja genau diese Sachen vermeiden, damit die Leute verstehen, wann man etwas macht und wann es schlauer wäre, etwas nicht zu machen. Und genau diese Phasen habe ich ja früher auch schon alle durchlebt. Ich habe das alles schon hinter mir gelassen. Und ich weiß, wie scheiße es einem dann gehen kann, wenn man es einfach nicht versteht, weil es macht ja jeder so, oder? Ja, es machen aber nur Leute so, die eben Börse noch nicht verstanden haben. Ich habe den Löffel 100% nicht mit der Weisheit frisse, sage ich auch immer wieder, ich mache genügend Fehler, aber die Fehler sind wichtig, damit man dann eben in Zukunft noch weiterkommt. Also es ist jetzt komplett ausgeschweift, dieses Video, wollte ich nicht machen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es dir einfach unten gerne rein.